Hallo, servus, grüß euch, ich bin's wieder, Pato. Pink Slips Zeit ist wieder dran. Ja, also heute geht es sogar gegen einen YouTuber. Sein Kanal ist in der Beschreibung. Checkt ihn aus, richtig korrekter Junge. Silvester, ich habe es überlebt. Mann, das war ein richtig heftiges Silvester. Ich bin, glaube ich, erst um 6 oder halb 7 nach Hause gekommen. Ich habe bis 20 Uhr gepennt, meine Freunde, bis 20 Uhr. Was bin ich für ein Psychopath? Aber okay, wie gesagt, ich habe es überlebt mit ein paar Kratzern. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, ja. Hab hier einen Kratzer, keine Ahnung, vorher. Vielleicht habe ich einen Korb bekommen. Ich weiß nicht. Nein, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall kein Mädchen. Ich habe keine Ahnung, leider die selbst gekratzt. Ich weiß nicht. Ich habe sogar noch das Band oben. Ich war im Techgate. Das ist neben dem höchsten Gebäude Österreichs. Ich glaube, das ist das höchste Gebäude. Also in Wien war das. Ich sag euch deswegen, dass es in Wien war, weil 80% der Zuschauer kommen aus Deutschland. Grüße an Deutschland. Alles Liebe an euch. Oh, Lukas, ich grüße dich auch. Ach ja, Freunde, ohne Witz, ich bin aufgestanden und habe eine richtig fette Überraschung bekommen. Ich habe meine erste eigene Instagram-Fanpage. Wow, das macht mich richtig glücklich. Ich bin erst 3 Monate im Business oder 4 Monate sind das jetzt und habe jetzt meine eigene Fanpage. Mann, das macht mich so richtig happy. Ich danke dir, Olli. Ich danke dir wirklich 1000 Mal dafür. Ihr seid wirklich der Grund, beziehungsweise das sind alles in Gründe, einfach weiterzumachen. Mach doch einfach weiter, Pato. Mein Kanal hat noch nicht die ganz besonderen Aufrufe, Zahlen, also Klicks. Aber trotzdem, Mann, es freut mich so sehr. Auch alle anderen Leute, die was mir private Nachrichten geschrieben haben, guten Rutsch ins neue Jahr und dann immer gleich so, ich wünsche dir alles Gute für YouTube und so weiter und so weiter. Ein Großteil von meinem Freundeskreis, ohne Witz, danke euch dafür. Oh, ihr macht mich wirklich extrem glücklich. Ich hoffe, das Intro ist jetzt nicht zu lange gehalten. Ne? Ich möchte euch noch kurz darauf hinweisen, ich suche einen Designer, der was mir die Thumbnails designt. Und weil ihr seht ja, ich mache hier alles selbst, aber das ist überhaupt nicht professionell oder so. Beziehungsweise er schaut nicht so unbedingt gut aus. Und für Thumbnails, ich sage euch gleich, ich werde nichts dafür bezahlen. Bevor ich dafür bezahle, mache ich das selbst. Natürlich schätze ich eure Werke sehr, sehr. Allerdings, ich hoffe, es gibt auch wem, der erstens gute Bilder macht und zweitens einfach mit einer Videobeschreibung Werbung sich dafür damit zufrieden gibt. Also ich gebe jedem gewünschten Link in die Beschreibung von Instagram oder von Facebook oder auch den Kanal. Wie du willst, melde dich bei mir, zeig mir vorher am besten ein paar von deinen Werken, von deinen Thumbnails. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich Leute melden. Ja, meine Freunde, ich denke mir, ich lade jetzt Marco. Er kommt übrigens auch aus Wien, die Welt ist so klein. Er kommt aus Wien, ich lade ihn jetzt sofort ein. Also, bis gleich! Was habe ich da mit meinen Fingern gemacht? Bin ich behindert? Jawohl, es hat funktioniert. Wir haben jetzt über eine halbe Stunde gebraucht. Endlich FC Paul. Schauen wir mal sein Team. Oh, gut. Aguero, Coutinho, Firmino, Fabregas, Company, Koscielny und Walker. Ziemlich attraktives Team, gefällt mir richtig. Ich habe noch gar nicht bekannt gemacht, um was es heute geht. Es geht um eine 50 Euro PSN-Card. Guck dir mal, Code ist noch geschlossen. Also lieber Marco, 50 Euro PSN-Card gegen Pato FIFA. Viel Glück. Ich hoffe überhaupt, dass ich spielen kann. Ich bin noch so retalkoholisiert. Nein, 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 hallo. Nein, fuck, hat das sehr, sehr gut gemacht. Jetzt kommt aber dieser eine Konter. Dieser eine Konter. So, Douglas Costa, schön vorbeigegangen, schön. Und, oh, und der erste Schuss. Also kein schlechter Mann. Aber ja, wenn man mit YouTube etwas macht, dann kann man nicht schlecht sein. Ab in die Lücke. Er probiert es wenigstens. Er macht schön. Mann, lass mich doch in Ruhe. Sehr schön gemacht. Extrem gut.
Wow, Respekt. Ja, lass mich ins Spiel mal kommen. So, Mann, ich krieg den Ball nicht weg. Wow, Gott sei Dank. So, also ich bin ziemlich angespannt. Ich habe noch kein Match gespielt vorher. Das hätte ich lieber machen sollen. So, jetzt. Frank Ribery. Frank Ribery. Frank! Ah. Was war das? So. Jetzt Vidal Atu. Oh Gott, was soll das? Ich hasse es immer, wenn es in Matches um etwas geht. Ich kotze voll ab, also ich lose extrem ab, was die Torchancen angeht. Chanceauswertung habe ich wirklich size 00. Oder falls es überhaupt gibt, so etwas, dieses Wort. Nicht mit mir, meine Friends. Immer, in jedem Match, wenn es um etwas geht, kriege ich einen verfickten Elfmeter. Unglaublich, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein, Mann. Komm, das war Ballgespielt, nur weil du wegfliegst, so kleine Fliege, du argentinische Suppenkopf. Das gibt's nicht, Mann, es ist wieder ein Elfmeter. Ach, Gott sei Dank verschossen. Marco, irgendwie vermute ich, dass er auch gefunden hat, dass das kein Elfmeter war, weil die Latenzliste, die Linie war voll. Danke dir, Marco, aber es hätte nicht sein müssen, es geht für dich um 50 Euro. Statistik belegt, dass ich 4 Schüsse habe, aber er kommt mir in diesem Match ein bisschen besser vor. Viel Glück, Marco, weiterhin. Danke für diesen Fehlschuss. Hätte nicht sein sollen. Mann, komm, Pato, was ist los? So, er steht noch immer 0-0. Jetzt muss aber schon langsam irgendwer ein Torchen machen. So, aber jetzt muss ich schon mal ein bisschen qualitativ spielen. Oh Gott, jetzt aber, jetzt. Mann, fuck. Ich hasse es, wenn es so spannend ist. Wow, ach du Scheiße, was war das? Hat er extrem schön gemacht, oh Gott, so bin ich noch nie rasiert worden. Das war ja eine richtige Vergewaltigung, sehr schön gemacht, Doppelpfosten, also, boah, jetzt war ich richtig im Glück. So, aber jetzt habe ich ja mal die Chance, De Bruyne. So, jetzt eiskalter Kutter. Eiskalt, jawohl, 1-0 Franck Ribéry, 1-0 von unserem Tourist. Jawohl, schön, wirklich habe ich schön gesehen. Zack, einfach hinein mit dem Ding, 1-0. Du hast noch immer alle Chance der Welt, Marco, weil du bist wirklich ein Guter. Ich hatte wirklich Glück, dass mit dem Elfmeter und auch jetzt die Chance, was du vorher vermasselt hast. Also du hast mich ja richtig vergewaltigt. Also da hatte ich richtig Glück. Jetzt geht es mir ein bisschen besser mit diesem einen Polster und ein Törchen. Aber, verfickte Scheiße. Ich weiß nicht, was los ist. Rest Alkohol, keine Ahnung. Hat er sehr schön gemacht. Einfach durchgelaufen, Mann. Wer war der Torschütze? Coutinho. Super gut gemacht, ist auch hochverdient, muss man neidlos anerkennen. Also heute habe ich so heute fühle ich mich nicht so, ich hätte das am besten morgen aufnehmen sollen. Wow, Glück gehabt, sehr schön gemacht. Nein, meine Fresse, das gibt's doch nicht, das gibt's ja nicht. Gott sei Dank, immer diese verfickten Anfängerfehler von mir. Jetzt Frank Ribery. Frankie, geh doch durch. Jawohl, super, komm und Bianca, Second Inform, hab geregelt, 2-1, 84. Minute, hätte ich mir jetzt nicht gedacht, ich dachte, das wird jetzt auf ein Golden Goal hinauslaufen. Ich hoffe auch jetzt, Marco, dass du jetzt kein Tor mehr schießt, weil du bist ziemlich gefährlich.
du hast so ein ähnliches Niveau, was Skills und alles angeht. Du spielst wirklich ziemlich ähnlich zu meiner anderen letzten Gegner. Die spielen wirklich, also ich spüre keinen Unterschied, er ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, abonniert seinen Kanal. Also mit dem kann ich mir vorstellen, noch ein paar andere Sachen zusammenzuarbeiten. Also Formate. So, ne. Gekommen, ich hab dich nur gekuschelt. Das gibt's ja nicht. Und ich wette mit euch, dieser Ball geht jetzt rein. Aber ich bitte nicht. Boah, den habe ich schon drinnen gesehen. Das war kein Foul, das war gar nichts. Das war einfach nur Kuscheln auf hohem Niveau. Schau, aber das ist natürlich kein Foul. Das ist kein Foul. Das ist kein Foul. Das ist auch kein Foul. So. Nein, das gibt's ja nicht. Warum ist alles immer Foul bei ihm? Schiri, du bist ja überhaupt kein Heimschiedsrichter. Was ist dein Problem? Nein, lass ihn nicht durchlaufen. Lass ihn nicht durchlaufen. Und jetzt wahrscheinlich noch ein Elfmeter. Boah. Bitte nicht. Bitte nicht. Geh weg da. Boah, scheiße, Mann. Das hat er alles, glaube ich, auch sehr offensiv. Boah, vorbei. Also jetzt war ich richtig angespannt. Ich habe das Match gewonnen mit 2:1. Also hat er richtig gut gemacht. Ich bin auch sehr erleichtert, dass es zu keinem Golden Goal gekommen ist. Weil, schau, den Schuss an, der hätte reingehen müssen. Ich wurde bei einer Aktion ziemlich rasiert von ihm, nämlich bei dieser hier. Da hatte ich ja extremes Glück. Wie kann er von da nicht treffen? Egal, Marco, hast du richtig gut gemacht. Sein Link ist in der Beschreibung. Checkt ihn aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es tut mir leid, ich habe heute nicht so viel zeigen können. Ich bin noch ein bisschen restalkoholisiert und ich habe vorher kein Match gespielt. Statistik belegt auch, dass der ein bisschen im Vorteil war. Stimmt auch, also ich möchte ihn natürlich nicht kleinreden. Also er war richtig guter Gegner. Ich hatte einfach in diesem Match richtig Glück, muss ich schon sagen. Kiss an euch, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Pato hat gewonnen, 50 Euro gehören mir. Werde ich wahrscheinlich ein Pack-Opening damit bringen oder eine Football-Challenge, müssen wir mal gucken. Alles Liebe, meine Freunde, schönen Abend noch, bye bye, ciao, bye bye.